Sie ist nicht nur ansteckender als die ursprüngliche Virusvariante, sondern offenbar geahnt hat man es schon lange. Jetzt verdichten sich die Hinweise mehr und mehr. Das zeigen von der britischen Regierung veröffentlichte Ergebnisse auslaufenden Unterlesen sie auch als ob Corona nicht genügt. Müssen wir Angst vor einem Ebola-Ausbruch haben? Inmitten der Corona-Pandemie macht in Guinea ein neuer Ebola-Ausbruch Angst. Wie groß ist die Gefahr, dass das Virus bei uns auftaucht? Ursache noch unbekannt. Was der Grund für die erhöhte Sterblichkeit ist, ist bislang noch unklar. Die Experten vermuten jedoch, dass diese auf die Veränderungen am sogenannten Spike-Protein zurückzuführen ist. Auch interessant auf die Gesundheitsbehörde Public Health England, die in früheren Analysen keine Hinweise darauf gefunden hatte, dass die Variante tödlicher sei, kam jetzt in einer Studie ebenfalls zu einer erhöhten Sterblichkeit. Ergebnis, das auch Public Health Scotland in zwei eigenen Studien bestätigt.